Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIP2. Erstmals in der Zweiten Republik muss der Bundespräsident eine Entscheidung des Verfassungsgerichts gegen einen Minister durchsetzen. Der Exekutor, der Präsident, lässt jetzt einen Richter prüfen, ob Finanzminister Blümel wirklich alle Akten an den Ibiza-Urschuss geliefert hat. Dazu ist der Verfassungsjurist Karl Stöger live im Studio. Eine Schande nennt die EU-Kommission das ungarische Gesetz, das jede öffentliche Darstellung von Homosexualität verbieten will. Ins Ungewisse, soll man abgelehnte Asylwerber nach Afghanistan abschieben, wo die Taliban immer mehr Macht übernehmen? Dazu ein Schaltgespräch mit Innenminister Karl Nehammer in Prag. Normalerweise schickt ja eher das Finanzamt den Exekutor, wenn man seine Steuerschulden nicht bezahlt. Aber demnächst kommt ein Exekutor zum Finanzministerium. Konkret ein Richter des Wiener Straflandesgerichts. Das bekommt nämlich morgen von Bundespräsident Van der Bellen den Auftrag zu kontrollieren, ob das Finanzministerium wirklich alle vorgeschriebenen Unterlagen an den Ibiza-Urschuss geliefert hat. Die Opposition sagt nein und hat sich deshalb erst beim Verfassungsgericht und dann beim Bundespräsidenten beschwert. Finanzminister Gernot Blümel hingegen sagt, er habe mittlerweile vollständig geliefert, auch jene E-Mails, die die Opposition vermisst. Wie geht's da jetzt weiter? Hat der Präsident in einem Brief den Verfassungsgerichtshof gefragt und der antwortet heute ebenso brieflich. Für die Exekution von Höchstgerichtsentscheidungen sei der Bundespräsident selber verantwortlich. So steht es nämlich in der Verfassung. Der Ball ist zurück in der Hofburg. Die Verfassungsrichter sagen, bei den Aktenlieferungen durch Minister Blümel ist der Bundespräsident am Zug. Der erklärt am Abend, man betrete hier immerhin Neuland. Das habe es noch nie gegeben. Van der Bellen schickt jetzt einen Richter ins Finanzministerium, um zu prüfen, ob Akten fehlen. Und um das Erkenntnis des VfGH vom 3. März umzusetzen, werde ich morgen dessen Durchsetzung anordnen. Ich werde das aus meiner Sicht am besten geeignete Gericht mit der Umsetzung dieser Aufgabe beauftragen, nämlich das Straflandesgericht Wien. Betone aber an dieser Stelle nochmals, es handelt sich nicht um ein Strafverfahren, es handelt sich um eine Art Informationssicherungsverfahren. Die Opposition sagt weiterhin, Blümel habe zu wenige Unterlagen geliefert. Der Finanzminister und einstige Regierungskoordinator widerspricht. Beide, so Van der Bellen, könnten recht haben. Es könnte sich herausstellen, dass der Finanzminister alles geliefert hat, was verfügbar war. Wo man gesehen hat, okay, das ist da, das liefern wir. Dass aber gelöschte Daten irgendwo, ich bin kein Fachmann in dieser Beziehung, wie Sie wissen, ich sage mal, irgendwo in der Cloud noch existieren und das aber niemand wusste. Die Opposition vermisst weiterhin etwa relevante E-Mails, die Aufschluss geben könnten zu möglichem Postenschacher oder Parteispenden. Beides hat Blümel stets bestritten. Ich sehe es als ein Akt der Hilflosigkeit und als ein Akt des Misstrauens auch gegenüber dem Finanzminister. Offensichtlich sieht sich der Bundespräsident nicht mehr hinaus, das auch in Gesprächen mit dem Finanzminister abzuklären. Es sind jetzt mehr als 100 Tage, dass der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, der Finanzminister Blümel ist verpflichtet, Akten und Unterlagen zu liefern. Aus unserer Sicht ist er dem bis heute nicht ausreichend nachgekommen. Das ist in der Republik ein einmaliger Vorgang, der deswegen nötig wurde, weil die ÖVP den Rechtsstaat ignoriert und mit Füßen tritt und verfassungsgerichtliche Entscheidungen nicht ernst genommen werden. Es ist gut und das finden wir sehr positiv, dass der Bundespräsident so schnell tätig wurde. Ab morgen wird also das Straflandesgericht aktiv. Morgen ist aber auch der Tag, an dem Blümel bereits zum dritten Mal als Auskunftsperson im U-Ausschuss aussagen wird. Der Finanzminister selbst wiederholt heute, sein Ressort habe dem Ausschuss alle relevanten Unterlagen zukommen lassen. So im Februar 2020 auch ein besonders strittiges E-Mail, von dem die SPÖ weiterhin sagt, es sei nicht zugestellt worden. Ein schriftlicher Beleg, das geliefert wurde, ist uns bis zum Start der heutigen ZIP2 nicht vorgelegen. Die Mitarbeiterin
die dieses E-Mail gehabt hat, hat heute nochmal überprüft und gesagt, dass sie das zweimal an den Untersuchungsausschuss übermittelt hat. Da sieht man einfach, dass die Opposition hier entweder bewusst falsche Informationen verbreitet oder nicht mal alle Akten studiert, die bereits geliefert worden sind. Es ist ein ähnliches Dokument, das so einen ähnlichen Wortlaut hat, zweimal geliefert worden, ja, aber dieses Dokument, was gestern in der ZIB 2 präsentiert worden ist, bis heute nicht geliefert worden vom Finanzministerium. Aussage gegen Aussage also, wie so oft zum Thema Aktenlieferung. Kurz gesagt, die einen sagen so, die anderen sagen so. Sind die Akten bereits vollständig oder nicht? Jetzt ist der Richter am Zug. Spannende Frage, und das wollen wir jetzt mit dem Verfassungsjuristen Karl Stöger vom Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Uni Wien hier im Studio diskutieren. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend. Herr Professor Stöger, der Bundespräsident kann mit dieser sogenannten Exekution jede Behörde seiner Wahl beauftragen, die Polizei, den Staatsanwalt, sogar das Bundesheer rein theoretisch. Er beauftragt das Wiener Straflandesgericht. War das eine gute Entscheidung? Das ist eine Entscheidung, die man nachvollziehen kann. Gerichte sind unabhängig. Das heißt, gerade in so einer heiklen Situation hat das den Vorteil, dass ein Organ beauftragt wird, das in alle Richtungen unabhängig agieren kann. Das Zweite ist, an sich ist die Beweisaufnahme durch Strafgerichte die Ausnahme. Aber in besonders relevanten Fällen ist das gesetzlich vorgesehen. Und der Fall schlägt ja große Wellen. Von dem her, glaube ich, ist hier durchaus weise gewählt worden. Aber wie kann denn das rein praktisch ablaufen? Der Bundespräsident hat ja heute selber gesagt, er könne nicht beurteilen, ob die Akten rechtskonform geliefert wurden und alle. Er sei ja kein Hellseher. Aber wie kann das innerhalb kurzer Zeit ein Richter beurteilen, der noch nie mit der Sache zu tun hatte? Ja, ich glaube, die kurze Zeit wird in der Tat eine Herausforderung. Klar ist aber auch, wenn der Präsident nicht davon überzeugt ist, dass alles geliefert wurde, dann muss er dafür sorgen, dass diese Frage geklärt wird. Und offensichtlich bestehen bei ihm so viele Zweifel, dass er es jetzt für notwendig hält, nachschauen zu lassen. Was jetzt die Aufgabe eines Richters oder einer Richterin sein wird, ist, die Akten zu sichern und dann einen Abgleich vorzunehmen mit den Akten, die dem Untersuchungsausschuss schon zur Verfügung stehen. Das wird eine gewisse Herausforderung. Es gibt aber ja offenbar Hinweise auf gewisse Aktenstücke, bei denen das besonders strittig ist. Und wenn sich hier natürlich relativ schnell herausstellt, dass tatsächlich Aktenstücke gefunden wurden, die bis jetzt noch nicht beim Untersuchungsausschuss waren, dann müsste in einem nächsten Schritt ausgewählt werden, was ist öffentlich und was ist privat und alles, was öffentlich ist, gewissermaßen dem Ausschuss geliefert werden. Jetzt endet ja die Beweisaufnahme im Ausschuss schon in 3 Wochen, am 15. Juli. Ist es irgendwie realistisch, dass das bis dahin abgeschlossen ist? Ich glaube, das wird sehr schwierig und das ist ja auch hier der kritische Punkt. Ein Ausschuss ist befristet und wenn der zu Ende ist, dann sind die entsprechenden Beweise nicht mehr weiter zu erheben. Das heißt, das wird ein Wettlauf gegen die Zeit und eine große Herausforderung für die beauftragten Richterinnen und Richter. Das heißt, es könnte theoretisch sein, dass die Opposition Recht bekommt, aber nichts mehr davon hat. Das könnte passieren, ja. Jetzt, falls sich herausstellen sollte, was wir nicht wissen, der Bundespräsident sagt auch, man weiß es einfach nicht, dass das Finanzministerium tatsächlich nicht alles geliefert haben sollte. Das würde ja bedeuten, dass der Finanzminister ein zweites Mal eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs nicht befolgt hätte. Was hätte das für Folgen? Naja, verfassungsrechtlich könnte das 2 Folgen haben. Zum einen die Möglichkeit eines Misstrauensvotums, zum anderen aber das härtere Instrument einer Anklage wegen einer Gesetzesverletzung an den Verfassungsgerichtshof, nämlich dann, wenn wirklich festgestellt ist, dass er seinen Aufgaben, nämlich dem Urausschuss alles zur Verfügung zu stellen, nicht nachzukommen ist. Und das könnte natürlich etwas sein, was sich jetzt in relativ kurzer Zeit noch klären ließe. Oder für beides braucht man eine politische Mehrheit im Nationalrat. Die gibt es für die Opposition aber nicht. Die gibt es für die Opposition nicht. Und ich glaube, das wird dann eine politisch sehr, sehr spannende Situation, weil dann natürlich beide Regierungsparteien vor der Frage stellen, wie gehe ich damit um, wenn offensichtlich geworden ist, dass hier eine Gesetzesverletzung stattgefunden hat, was wir freilich noch nicht wissen. Genau das lässt jetzt der Bundespräsident prüfen. Jetzt nach der Beschwerde der Opposition bei ihm hat der Bundespräsident ja am Freitag diesen Brief an das Verfassungsgericht geschrieben, was er jetzt tun soll, ob der Exekutionsauftrag noch aufrecht ist. Und kurz gesagt haben die Verfassungsrichter ihm da heute zurückgeschrieben, lieber Herr Bundespräsident, laut Verfassung müssen Sie das selber entscheiden. Hätte das der Bundespräsident oder seine Berater nicht wissen müssen? Naja, er wollte offenbar auf Nummer sicher gehen, weil die Angelegenheit sehr heikel ist. Aber die Antwort des Verfassungsgerichtshofs ist zutreffend. Es war tatsächlich immer so geplant, dass der Verfassungsgerichtshof hier nur den Auftrag erteilt und das politische Organ Bundespräsident, das eben verschiedene Handlungsmöglichkeiten hat, dann die heiklen Entscheidungen treffen muss.
Es ist der Artikel 146.2 im Bundesverfassungsgesetz. Jetzt haben Juristen in den letzten Tagen gesagt, in ihrem Jusstudium lernen sie das so nebenbei. Aber niemand ist davon ausgegangen, je in den letzten Jahrzehnten, dass man das je brauchen könnte, eine Exekution eines Verfassungsgerichtshofs, einer Verfassungsgerichtshofentscheidung durch den Bundespräsidenten. Wie überraschend ist das alles? Naja, wir haben auch nicht geglaubt, dass wir viele Wochen zu Hause verbringen werden. Das Gute ist, der Herr Bundespräsident hat selber gesagt, unsere Verfassung ist von einer gewissen Eleganz. Es ist zumindest richtig, dass sie auch für diesen Fall Vorsorge getroffen hat. Und es war damals auch eine bewusste Entscheidung, dem Bundespräsidenten einen relativ großen Spielraum zu geben. Es ist freilich ein einmaliger Vorgang und das gibt politisch durchaus zu denken. Aber wie gesagt, rechtlich gesehen, verfassungsrechtlich ist die Verfassung auf so etwas vorbereitet. Und es zeigt sich, eine gut gemachte Verfassung braucht man viele Jahrzehnte nicht, aber dann plötzlich doch. Sie haben die Erklärung des Bundespräsidenten und diese kurze Pressekonferenz auch gesehen. Etliche Beobachter hatten den Eindruck, der Bundespräsident hat da einigermaßen genervt gewirkt, dass er sich jetzt mit dieser Exekution beschäftigen muss. Zu Recht? Naja, das war eine verfassungsrechtliche Entscheidung vor einigen Jahren, dass man die Untersuchungsausschüsse auch der Minderheit zugesteht. Das ist ein wichtiges politisches Kontrollinstrument. Und jetzt müssen alle mit diesen Regeln spielen. Und dazu zählt eben auch, dass solche Meinungsverschiedenheiten gerichtlich und auch von dem Bundespräsidenten ausgetragen werden müssen. Das hat man vor ein paar Jahren bewusst so entschieden mit einer Verfassungsmehrheit. Herr Professor Stöger, vielen Dank für den Besuch im Studio. Und wir wechseln damit das Thema. Vor einer Stunde hat in der Münchner Allianz Arena das EM-Fußballspiel Deutschland gegen Ungarn begonnen. Und auch politisch wird da ein Match ausgetragen. Der Fußballverband UEFA hat nämlich verboten, dass die Allianz Arena beim Match in Regenbogenfarben beleuchtet wird. Als Protest gegen das neue homosexuelle Gesetz in Ungarn. Dieses sorgt ja seit Tagen für Riesenaufregung. Angeblich zum Schutz von Kindern verbietet dieses Gesetz jede öffentliche Darstellung von Homosexualität oder Geschlechtsumwandlungen. Eine Schande nennt das heute EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Und eine Mehrheit der EU-Staaten hat es schriftlich verurteilt. Nach einer Nachdenkpause auch Österreich. Der Abend geht's ab, um zum Wohl. Deutschland gegen Ungarn, auch außerhalb des Fußballfeldes, auf der politischen Spielwiese. Im Bundestag hört man deutliche Worte der Kanzlerin Richtung Budapest. Erstmal halte ich dieses Gesetz für falsch und auch mit meiner Vorstellung von Politik nicht vereinbar. Damit stimmt Angela Merkel ein in einen europäischen Protestchor. Der gipfelt heute in harten Worten der EU-Kommissionspräsidentin. Sie nennt das ungarische Gesetz eine Schande. The Hungarian bill is a shame. This bill. Dieses Gesetz diskriminiert Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und es verstößt gegen all unsere Werte, gegen die fundamentalen Werte der Europäischen Union. Worum geht es? Um ein Gesetz, das verbietet, etwa in der Werbung, Homo- und Transsexualität als normal darzustellen. Und das einschlägige Filme und Bücher illegal macht. Die Kritik an dem Gesetz sei unsachgemäß und inkorrekt, sagt der ungarische Botschafter in Berlin und er fordert Respekt ein, auch gegenüber Ungarn. Where we will respect for each other and for the facts. Gestern haben 14 EU-Länder eine Protestnote unterschrieben. Österreich war nicht dabei. Auch wenn die Europaministerin mit für türkise Regierungsmitglieder ungewöhnlich scharfer Kritik an dem ungarischen Gesetz aufhorchen hat lassen. Sie habe Verständnis für harte Strafen gegen Kinderschänder. Aber eine Verquickung hier mit Homosexualität oder auch ein Hinteranhalten von Informationen für Jugendliche und Kinder, gerade in einem Alter, wo sie sich entwickeln, halte ich für wirklich besorgniserregend. Heute hat sich auch Österreich dem Aufschrei in der EU angeschlossen. Ich war vorher schon besorgt, ich habe das auch im österreichischen Parlament zum Ausdruck gebracht und ich war nach der Anhörung gestern wirklich noch mehr besorgt und deshalb auch die Entscheidung, diese Stellungnahme zu unterschreiben. Warum hat es dann doch einen Tag gedauert? Es ist immer so, dass an so einem Tag sehr vieles passiert, dass man die Eindrücke auch verarbeiten muss. Ich habe mich auch mit Kolleginnen und Kollegen noch ausgetauscht. Warum Österreich erst heute die Protestnote unterzeichnet hat, ist für die Menschenrechtssprecherin des grünen Koalitionspartners nicht nachvollziehbar. Man hat auch gestern auch in einer chaotischen Situation gewusst, um was geht's. Es geht um das aktuelle, kürzlich beschlossene Gesetz in Ungarn, das eine bestimmte Menschengruppe per se kriminalisiert. Das sind russische Zustände, man verbietet Aufklärung an Schulen, man verbietet sozusagen das sichtbare Tragen einer Diversität in der Gesellschaft und da
Jahr kann mir niemand erklären, dass das Chaos dazu geführt hat, dass man nicht gewusst hat, dass es dezidiert um genau dieses Gesetz geht. Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán will die Aufregung nicht verstehen. Er sieht keine diskriminierenden Elemente in dem neuen Gesetz. Dass die Diskussion darüber überhaupt so hochgekocht ist, das ist wohl der Fußball-Europameisterschaft zu verdanken und dem Streit mit der UEFA. Der Fußballverband hat nämlich der Stadt München untersagt, als Protest gegen das ungarische Homosexuellengesetz das Stadion wie schon öfter in den Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen. Zu sehen sind sie nur außerhalb des Stadions, in dem gerade Deutschland gegen Ungarn spielt. Und zwar nicht so besonders erfolgreich. Knapp 40 Minuten vor Schluss führen nämlich die Ungarn recht überraschend mit 1:0. Und wir wechseln nochmal das Thema. Seit Monaten rücken in Afghanistan die radikal-islamischen Taliban wieder vor und übernehmen in immer weiteren Teilen des Landes die Macht. Immer wieder kommt es zu blutigen Kämpfen und zu Bombenanschlägen mit Dutzenden Toten. Und trotzdem werden aus Österreich und anderen EU-Ländern regelmäßig Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Hilfsorganisationen fordern dringend, diese Abschiebungen zu beenden. Doch das Innenministerium lehnt das kategorisch ab, auch wenn es mitunter dann doch nicht dazu kommt, wie Patrick Kruska und Miriam Beller berichten. Abdullah Hossaini darf in Österreich bleiben. Im März haben wir erstmals über den afghanischen Lehrling, der in Meierhofen im Zillertal eine Ausbildung zum Restaurantfachmann macht, berichtet. Überraschend wurde ihm damals der subsidiäre Schutz aberkannt. Doch eine neuerliche Prüfung hat jetzt ergeben, Hossaini wird humanitäres Bleiberecht gewährt. Ich freue mich sehr, sehr unheimlich darüber. Ich kann es gar nicht glauben. Das ist für mich eine große Freude, was mein Chef und meine ehemalige Schulklassen, mein Klassenvorstand, meine Lehrerin für mich gemacht hat. Ich bin unheimlich dankbar und ich werde niemals vergessen. Hossaini kann also weiter in Österreich leben und seine Lehre beenden. In Afghanistan hätte ihn ein Land am Rande eines Bürgerkriegs erwartet. Seit dem Beginn des Abzugs der internationalen Truppen im Mai sind die Taliban auf dem Vormarsch. Mehr als 50 Bezirke haben die Extremisten bereits von der afghanischen Armee zurückerobert. Die großen Städte unter Regierungskontrolle sind praktisch umstellt. Neben der Hauptstadt Kabul auch Mazar-i-Sharif im Norden, das von Österreich als sicher bezeichnet wird. The Taliban reached the entrance of Mazar-i-Sharif. They took selfies. Die Taliban haben die Stadttore erreicht und dort sogar Selfies gemacht. Sie haben so viel Boden gut gemacht, dass sie die Stadt wohl jederzeit angreifen könnten. Sie kontrollieren bereits einige Bezirke rund um die Stadt. Die Eskalation der Gewalt und die immer weiter um sich greifende Armut machen es für Rückkehrer fast unmöglich, Fuß zu fassen. Sie werden zur Zielscheibe der Extremisten, denn wer im Westen Schutz sucht, wird als Überläufer gesehen. Die meisten versuchen deshalb, das Land so schnell wie möglich wieder zu verlassen, beobachtet Abdul Rafur, der seit Jahren abgeschobene Flüchtlinge in Kabul betreut. Gerade jetzt, mit der schlechten Sicherheitslage und der Unsicherheit über die Zukunft des Landes und der Regierung, ist die Zahl derer, die das Land verlassen, stark gestiegen. Trotzdem schiebt Österreich, so wie viele andere EU-Staaten, weiterhin nach Afghanistan ab. Seit 2017 hat es 2.164 sogenannte Außerlandesbringungen von afghanischen StaatsbürgerInnen gegeben. Den Großteil davon, nämlich 1.801 Abschiebungen, gab es in den Jahren 2017 und 2018. 2019 waren es 268 Abschiebungen. 2020 wurden, bedingt durch die Corona-Pandemie, nur 49 afghanische StaatsbürgerInnen abgeschoben. Heuer sind es bis inklusive Mai 46. Mittlerweile ist in der österreichischen Innenpolitik wieder einmal eine Debatte entbrannt, ob man aufgrund der schlechter werdenden Sicherheitslage überhaupt nach Afghanistan abschieben soll. Die grüne Justizministerin hat angeregt, diese Praxis zu überdenken. Von der ÖVP kommt dazu aber ein klares Nein. Zurück nach Tirol zu Abdullah Hossaini. Im Oktober ist seine Lehrprüfung. Danach kann er im Hotel Neue Post in Meierhofen weiterarbeiten. Ich bin sehr stolz auf mich, was ich bis jetzt erreicht habe. Für mich war ehrlich gesagt nicht einfach, weil in meiner Heimat bin ich nie in die Schule gegangen. Als ich nach Österreich kam, war ich ein richtiger Analphabet. Ich konnte nie schreiben und lesen. Ich habe von null hier begonnen. Ein Neubeginn für Abdullah Hossaini, fernab seiner afghanischen Heimat.
Und ich begrüße dazu jetzt live in Prag Innenminister Karl Nehammer, der dort an einer Konferenz zum Thema Migration mit seinen osteuropäischen Amtskolleginnen teilnimmt. Guten Abend. Guten Abend. Herr Innenminister, beginnen wir doch gleich mit diesem letzten Punkt. Da hat ein Lehrling 6 Jahre lang in Summe erst ein Asylverfahren und dann subsidiären Schutz in Österreich arbeitet, ist bestens integriert. Sein Chef, seine Schulkollegen, seine Umgebung setzen sich ein, dass er da bleiben darf. Er arbeitet in einem Mangelberuf, hat einen Job und plötzlich sagen die Behörden, dein Schutz ist vorbei, wir schicken dich jetzt zurück nach Afghanistan, wo du als 15-Jähriger geflüchtet bist. Wem nützt so etwas? Na, zum einen haben Sie schon angesprochen, ich bin hier in Prag im Treffen von Innenministerkollegen, aber nicht nur aus den osteuropäischen Staaten, sondern morgen auch mit Bundesminister Horst Seehofer der Bundesrepublik Deutschland, um genau das Thema Asyl und Migration zu besprechen und auch hier klarzumachen, wer keine Bleibeberechtigung hat in Europa, muss auch wieder zurückgebracht werden. Und diese Fälle, von denen auch Sie jetzt gerade unlängst berichtet haben, sind ja Fälle, die Gerichte entscheiden und nicht jetzt willkürlich von Behörden einfach so Daumen hoch oder Daumen runter, ob jemand bleiben darf, entschieden werden. Und wenn dann ein Höchstgericht feststellt, dass jemand gehen muss, dann gibt es noch immer die Möglichkeit der freiwilligen Ausreise. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird zwangsweise abgeschoben. Und wenn zwangsweise abgeschoben wird, dann wird jeder Fall gewissenhaft geprüft, jeder Einzelfall darauf beurteilt, ob die Rückführung auch tatsächlich in ein sicheres Gebiet erfolgt und nur dann wird auch zurückgeschoben. Jetzt gibt es ja gleich mehrere Punkte, die mir dazu einfallen würden. Das erste noch zu diesem ganz konkreten Fall, als diese Geschichte öffentlich bekannt wurde, weil der Anwalt des jungen Mannes recht aktiv ist in seiner Medienarbeit, hat das Innenministerium bei Medien verbreitet, dieser junge Mann sei ein Drogendealer. Als Recherchen herausgebracht haben, dass das einfach nicht gestimmt hat, dass der völlig unbescholten ist, hieß es dann aus ihrem Büro, sorry, wir haben den verwechselt. Wie gibt es denn sowas? Also jetzt bringen Sie mich in eine unangenehme Situation, Herr Wolf, denn Sie wissen, dass ich aufgrund des Amtsgeheimnisses zu Einzelfällen keine Stellung nehmen darf. Aber jetzt, wenn Sie darüber öffentlich berichten, kann morgen dann das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl auch eine Tatsachenfeststellung gegenüber den Medien durchführen. Entscheidend ist, dass es im Asylverfahren mehrere Stadien gibt. Das eine ist, wenn natürlich Schutz gewährt wird und derjenige bleiben darf. Es gibt aber auch die Fälle natürlich, wo Asyl nicht gewährt wird und dann eben zurückgebracht werden muss. Und dann gibt es Fälle, wo Asyl gewährt wird und jemand straffällig wird und der Asylstatus aberkannt wird. Ich kann ab morgen dann die Details zu diesem Fall insofern verlautbaren, warum diese Verwechslung tatsächlich zustande gekommen ist. Entscheidend ist, wenn jemand eine Straftat begeht und da auch verurteilt wird, dann kann der Asylstatus aberkannt werden und dann wird er auch in sein Heimatland zurückgebracht. Und das ist auch richtig und wichtig so. Gut, jetzt müssen wir feststellen, der junge Mann, um den es da gerade geht, hat keine Straftat begangen. Er ist völlig unbescholten. Er hat jetzt letztlich auch humanitäres Bleiberecht bekommen, nach einem monatelangen teuren Rechtsstreit. Warum macht man das nicht gleich bei jemandem, der so lange da ist, der so gut integriert ist und einen Job hat in einer Branche, wo man händeringend in Tirol Menschen sucht? Also, so wie Sie es jetzt auch ausgeführt haben, wird jeder Fall einzeln beurteilt, humanitäres Bleiberecht auch vor jeder Abschiebung noch einmal geprüft. Und wenn das eben nicht zum Tragen kommt, dann wird auch abgeschoben. Sie haben vorhin im Beitrag Afghanistan erwähnt. Abschiebungen nach Afghanistan finden im Einklang mit der Europäischen Union statt. Die hat ein Rückführungsabkommen mit Afghanistan. Wir führen Abschiebecharter gemeinsam mit der Bundesrepublik Deutschland, mit Belgien, mit Schweden, mit Finnland und anderen europäischen Staaten durch, die unverdächtig sind, hier eine restriktive Migrationspolitik zu fahren. Aber für alle ist eines gleich, wenn jemand nicht bleiben darf, dann muss er zurückgebracht werden. Entscheidend ist immer die Einzelfallprüfung und nochmals auch in Österreich, die Entscheidungen trifft nicht willkürlich eine Behörde, sondern in der zweiten Instanz ein unabhängiges, weisungsfreies Gericht und in der dritten Instanz ein oberstes Gericht, sprich der Verwaltungsgerichtshof oder das Bundesverfassungsgericht. Hunderte von diesen Entscheidungen für Rückführungen nach Afghanistan haben bis 2019 auf den Gutachten eines Sachverständigen beruht, dem 2019 quasi seine Lizenz als Sachverständiger aberkannt wurde, weil das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat, der Mann sei nicht vertrauenswürdig und er erscheine gegenüber afghanischen Asylwerbern voreingenommen. Aber auf Basis seiner Gutachten sind hunderte Menschen nach Afghanistan abgeschoben worden. Können Sie garantieren, dass sowas nicht noch immer passiert? Es gibt da
mehrere Sicherheitsnetze. Das eine Sicherheitsnetz ist, dass wir in Österreich selbst eine umfassende sogenannte Staatendokumentation haben, die beschäftigt sich mit der Sicherheitslage in jedem Land, wo zurückgeschoben wird, also auch in Afghanistan. Da werden bis zu 2000 Quellen herangezogen, um dann zu entscheiden, ja, sicher kann zurückgebracht werden, nein, unsicher geht nicht. Darüber hinaus, das zweite Sicherheitsnetz, vor jeder Abschiebung wird diese Überprüfung nochmals durchgeführt. Und jetzt an dem Beispiel Afghanistan, ist es ein EU-Abkommen mit Afghanistan, das die Rechtsgrundlage bildet und auch die Europäische Asylagentur bis jetzt immer noch sagt, wir können und sollen, wenn es denn notwendig ist, nach Afghanistan zurückschieben. Ich halte das auch für wichtig, allein wenn Sie daran denken, dass bei den nur dieses Jahr durchgeführten Rückführungen 60% derer, die rückgeführt wurden, Straftäter waren, und da sind Straftaten darunter, die also auch verurteilt worden sind wegen dieser Straftaten wie Vergewaltigung, Raub, schwere Körperverletzung. Weil Sie jetzt mehrfach dieses EU-Abkommen erwähnt haben, das lässt es trotzdem im Ermessen der einzelnen Mitgliedstaaten, ob man nach Afghanistan abschiebt oder nicht. Das UNO-Flüchtlingshochkommissariat sagt ausdrücklich, die Sicherheitslage in Afghanistan lässt Rückführungen nur im Ausnahmefall zu. Trotzdem schiebt Österreich doppelt so viele Menschen nach Afghanistan ab, in absoluten Zahlen, als das sehr, sehr viel größere Deutschland, das viel mehr afghanische Asylwerber hat. Warum? Das liegt an unserer Effizienz. In dem Fall sind wir mal vor den Deutschen. Denn es geht immer darum, dass man auch Rückreisezertifikate für die Abzuschiebenden vom jeweiligen Herkunftsland erhält. Das ist offensichtlich Österreich besser gelungen als Deutschland. Wir organisieren gemeinsam Charter. Horst Seehofer als Innenminister hat ein Riesenthema mit Rückführungen nach Afghanistan. Er alleine hat in der Bundesrepublik Deutschland 30.000 Afghanen, die sich dort nicht mehr aufhalten dürfen und zurückgebracht werden müssen. Also Sie sehen, das ist tatsächlich ein europäisches Thema, ein Thema, das uns alle mit umfasst. Deswegen auch mein Bemühen, dass die EU-Kommission noch viel stärker ihre Bestrebungen darin richtet, dass Rückführungen schneller und effizienter durchgeführt werden. Und Sie haben in Ihrem gerade erwähnten Beitrag auch gesagt, dass wir sozusagen flächig nach Afghanistan abschieben. Das stimmt nicht. Wir prüfen sehr genau, wohin. Es wird jede Region einzeln beurteilt. Und nur wenn dort Sicherheit gewährleistet ist, wird auch dahin zurückgeschoben. Und da sagen jetzt Hilfsorganisationen, da sind ihre Expertisen fragwürdig. Es kommen Menschen in Regionen zurück, wo es gefährlich ist. Allgemein gefährlich ist Afghanistan, ist ein Land, in dem de facto Bürgerkrieg herrscht. Nach Syrien schieben sie nicht ab. Warum dann nach Afghanistan? Das sind unterschiedliche Beurteilungsgrundlagen. Wir orientieren uns hier nach internationalen Maßstäben. Die Europäische Asylagentur sagt, ja, nach Afghanistan kann zurückgeschoben werden. Wir selbst in der Staatendokumentation, wie schon erwähnt, prüfen 2000 Quellen, ob wir zurückschieben können. Und das ist auch richtig und wichtig so. Denn Herr Wolf, wenn wir in der Europäischen Union eine glaubhafte Asyl- und Migrationspolitik tatsächlich leben wollen, muss auch all denen klar sein, die nicht hierbleiben dürfen, dass sie auch wieder gehen müssen. Und auch die Signalwirkung ist enorm wichtig, denn das Signal gilt in die Herkunftsländer, erst sich gar nicht auf den Weg zu machen, tausende Euro oder Dollars schleppern und der organisierten Kriminalität zu zahlen, weil es hat keinen Erfolg. Am Ende des Tages wird man dann in sein Heimatland zurückgebracht. Diese Signalwirkung scheint aber nicht allzu gut zu greifen. Es gibt eine ganz, ganz neue, sehr umfangreiche Studie zu Menschen, die nach Afghanistan zurückgeschoben wurden aus Deutschland. Und da stellt sich heraus, mehr als ein Viertel von denen, die abgeschoben werden, sind binnen Monaten wieder zurück in Europa. 40% flüchten aus Afghanistan wieder, weil es dort offenbar so unerträglich ist, in andere Länder. Und 90% von denen, die in Afghanistan bleiben, 90% von denen erleben Gewalt. Kann man dahin wirklich abschieben? Soll man dahin wirklich abschieben? Also Österreich organisiert das vollkommen anders. Wir haben eine gute Verbindung zu IOM. Das ist eine UN-Organisation, die sich mit Migration befasst. Das heißt, wenn jemand zwangsrückgeführt wird nach Kabul, dann wird auch da sichergestellt, dass er nicht auf der Straße leben muss, sondern dass er ein Dach über den Kopf hat und einen Staat sozusagen ermöglicht bekommt. Aber wenn jemand freiwillig nach Afghanistan zurückkehrt, gibt es ein langfristiges Projekt, Reintegration, das dafür sorgt, dass derjenige oder diejenigen auch tatsächlich eine Chance haben, wieder eine Existenz zu begründen. Österreich geht hier einen systemischen Ansatz, einen begleiteten Ansatz und, wie gesagt, evaluiert immer auf den Einzelfall hin, ob es gerechtfertigt ist, in die jeweilige Region zurückzuschieben.
Und nochmals, es ist notwendig, das zu tun, Herr Wolf. Österreich leistet über die Maßen hinaus einen großen Beitrag, um Menschen Schutz zu gewähren. Wir sind an der dritten Stelle in der Europäischen Union. 24 EU-Mitgliedstaaten leisten weniger Schutz für flüchtende Menschen, als es Österreich tut. Daher ist es für Österreich wichtig, genau zu prüfen, zu analysieren und auch klarzumachen, wer hier nicht bleiben darf, muss auch wieder gehen. Herr Innenminister, vielen Dank für das Gespräch und guten Abend nach Prag. Vielen Dank. An dieser Stelle müssen wir uns für heute leider schon von den Zusehern und Zuseherinnen auf Dreisat verabschieden. Danke für Interesse und einen schönen Abend noch aus Wien. Und wir haben jetzt noch weitere wichtige Meldungen vom Tag. Die zuerst in Indien entdeckte Delta-Variante des Coronavirus breitet sich auch in Österreich aus. Die ansteckendere Mutation wurde bereits mehr als 360 Mal festgestellt, und zwar in allen 9 Bundesländern. Die meisten Fälle wurden in Wien registriert. Streit gibt es zwischen Russland und Großbritannien um Warnschüsse auf ein britisches Kriegsschiff. Dieses sei im Schwarzen Meer in russische Hoheitsgewässer geraten. Man habe Warnschüsse abgegeben, sagt Moskau. London spricht von einer friedlichen Durchfahrt durch ukrainische Gewässer. Russland will nun den britischen Botschafter einbestellen. Bei der Libyen-Konferenz in Berlin haben sich Russland, die Türkei, Ägypten und andere Staaten zum Abzug aller ausländischen Kämpfer verpflichtet. Schätzungen zufolge sind in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland etwa 20.000 ausländische Kämpfer im Einsatz, die unterschiedliche Konfliktparteien unterstützen. Eines der wenigen verbliebenen China-kritischen Medien in Hongkong, die prodemokratische Apple Daily, wird eingestellt. Das Boulevardblatt war wegen Verstößen gegen das umstrittene Sicherheitsgesetz ins Visier der Behörden geraten. Die letzte Ausgabe wird morgen erscheinen. Die Hagelunwetter von gestern Abend in Oberösterreich und Salzburg haben zu schweren Schäden geführt. Besonders getroffen hat es die Landwirtschaft in Oberösterreich. Hier beläuft sich der Schaden auf 22 Millionen Euro, in Salzburg auf 1 Million. Und mit diesen Unwettern ist es leider noch nicht vorbei, warnt die ORF-Wetterredaktion. Vor kurzem ist über die Stadt Salzburg ein ziemlich heftiges Gewitter gezogen, das sich jetzt Richtung Oberösterreich bewegt. Starkregen, Sturmböen und Hagel können in der Nacht möglich sein. Morgen früh entspannt sich die Wetterlage aber dann wieder. Morgen ist es zunächst sonnig. Im Osten und Süden erreichen wir den Höhepunkt der Hitzewelle mit punktuell bis zu 36 Grad. Im Westen und Norden entstehen in der schwülwarmen Luft tagsüber wieder Schauer und Gewitter. Einzelne können heftig sein. Denn ein Tief rückt näher und labilisiert die Luft. Die Südströmung mit der extrem heißen Luft zieht weiter. Von Westen kühlt es ein wenig ab. Sommerlich bleiben die Temperaturen aber auf jeden Fall. Am Freitag gibt es verbreitet Schauer und Gewitter. Am Wochenende erwartet uns ein Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern, vor allem im Bergland. Und hier in ORF2 geht es jetzt weiter mit dem Weltjournal, präsentiert von Patricia Pawlitzki. ORF-Balkan-Korrespondent Christian Werschütz nimmt uns heute im Weltjournal mit auf eine Reise durch Slowenien und Kroatien. Am Freitag jährt sich die Unabhängigkeitserklärung der beiden Länder zum 30. Mal. Nur einen Tag später marschierte die jugoslawische Armee in Slowenien ein. Österreich brachte daraufhin an die 8.000 Soldaten an die Grenze und dort in Stellung. Bis gleich. Und in München steht das EM-Fußballmatch zwischen Deutschland und Ungarn. Knapp 20 Minuten vor Schluss, 2:1 für die Ungarn. Und wenn es dabei bleibt und gleichzeitig bei Frankreich-Portugal beim derzeitigen Unentschieden bleibt, dann wäre Deutschland aus der Europameisterschaft ausgeschieden. Mehr darüber wissen wir in etwa 20 Minuten. Und das war für heute die ZIP 2. Die nächsten aktuellen Nachrichten hat dann die ZIP Nacht um 23:18 Uhr in ORF 1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.